beschreiben das Jahr 1860. Der Wilde Westen. New Mexico. Weiße Eroberer drangen mehr und mehr in die Gebiete der Indianer vor. Jenes Land, das ihnen einst allein gehörte, in denen sie uneingeschränkt leben konnten. Ein verzweifelter Kampf begann. Banditen, Raubgesindel folgten ihren Spuren. Es ist auch der Beginn einer großen Freundschaft. Der eine ist Häuptlingssohn der Apachen. Im Alter von 13 Jahren geriet er in den Hinterhalt eines abtrünnigen Apachenstammes und konnte nur entkommen, indem er durch einen brennenden See schwamm. Mit Brandwunden bedeckt, aber lebend, erreichte er das rettende Ufer. Seither trägt er den Namen, mit dem er in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Winnetou. Brennendes Wasser. Der andere ist ein deutscher Einwanderer. Man nennt ihn hier Charlie. Als vielseitig begabter Mann kommt er in den Wilden Westen, um ein Buch zu schreiben. In St. Louis arbeitet er zunächst als Hauslehrer. Hier beginnt unsere Geschichte. Ich will aufmachen! Nein, das ist meine! Nein, gib sie mir, du lügst! Nein, das ist meine! Nein, meine, gib sie mir! Jetzt hab ich sie! Nein, ich will sie, gib sie mir! Nein, meine! Ich! Na, so in etwa. Hier, mein Lieber. Ach, Billy. Komm her. Nimm die hier. Danke, Mr. Charlie. Kommt die auch aus Deutschland? Nein, mein Lieber, die ist aus der Schweiz. Da gibt's auch so hohe Berge wie hier. Und die machen die beste Schokolade von der ganzen Welt. Yippie, ich fang gleich an zu üben. Ja. Ab rein. Als ob ich so ein Greenhorn wie ihr seid um Erlaubnis fragen muss, wenn ich mit ihm reden will. Mit Greenhorn meint ihr nicht etwa mich, Mr. Henry? Natürlich, wen denn sonst? Ihr seid ein Greenhorn und was für eins. Den Inhalt eurer Bücher kennt ihr wohl und auch den Unterricht mit der kleinen Emmy scheint ihr ganz passabel zu halten. Aber vom Leben im Wilden Westen wisst ihr nichts, gar nichts. Und was ihr könnt, ist noch weniger als nichts. Ihr könnt ja nicht mal schießen. Gebt mir ein gutes Gewehr in die Hand, ich will's euch gern beweisen. Ein Gewehr in eure Hand, das fiele mir im Traum nicht ein. Ja, im Traum kann ich euch natürlich nicht überzeugen. Macht mich wild mit seiner Dreistigkeit. Schießen ist mehr, als in die Sterne zu gucken, das Alphabet aufzusagen und was sonst noch in euren albernen Büchern steht. Ich wette, ihr schießt an einem Blockhaus vorbei, wenn ihr nur 10 Meter davon entfernt steht. Mr. Henry, her mit der Büchse. Dieses Greenhorn scheint mir so voller Selbstvertrauen, dass es glaubt, es könne schießen. Na gut, nehmt mal das alte Gun in die Hand und legt es an, so als wolltet ihr zielen. Da! Donnerwetter! Ihr geht ja mit dem Gewehr um. Das ist das schwerste Gun, das ich habe. Dazu gehört eine enorme Körperkraft. Ach, hättet eure Nase nicht immer nur in die Bücher stecken sollen. Hättet euch üben sollen auf Körpergewandtheit. Hab ich? Nicht so vorlaut. Wollt ihr eine Kostprobe? Und ob der alte Henry will. Macht euren rechten Arm frei. Jetzt werde ich euch mal zeigen, was so ein Grünschnabel alles noch zu lernen hat. Ja. Und ja. Oh. Billy, komm mal schnell her und hilf mir gegen diesen deutschen Gentleman. Na los. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Quatsch nicht so viel, zieh lieber.
Donnerwetter! Was habt ihr denn für eine Kraft in eurem Arm? Hab's doch gewusst! Mr. Charlie ist stark. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so werden wie ihr. Pappalapap, ab nach Hause und steckt die Nase in die Bücher. Sag mal, ihr versteht euch doch auf Mathematik. Ein wenig. Und Geometrie. Auch das. Könnt ihr vielleicht auch Karten lesen? Habt's erraten, Mr. Und reiten? Henry. Warum wollt ihr das alles wissen? Werden sehen, werden sehen. Kommt am Nachmittag zu meinem Schießstand und zieht euch vernünftige Stiefel an. Danach geht's zu Jim Corner, dem Pferdehändler. Mr. Charlie! Oh, Emmy! Mr. Charlie? Ja? Was lernen wir denn heute? Also, zunächst möchte ich dir etwas über die Tiere in deiner Heimat erzählen und in der zweiten Stunde beschäftigen wir uns mit Lesen. Oh, fein. Dann weiß ich endlich, was Billy immer in seinem Briefchen schreibt. Ganz genau. Und jetzt ab! Charlie, ich muss euch etwas sagen. Schieß los, Emmy. Ich wusste gar nicht, dass die Schule solch einen Spaß machen kann. Weißt du was? Das freut mich sehr. Und zwar ganz besonders für dich selber. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Nachmittag. Übrigens, ein junger Gentleman wartet schon auf dich. Billy! Billy, lass die Finger von den Frauen. Ab! Na, Mr. Charlie? Kleines Nickerchen gemacht. Bereit, einen guten Schuss zu tun? Nickerchen ist sehr gut. Ich hatte Unterricht mit Emmy. Ah, dann wird Zeit, dass wir uns mit der Praxis befassen. Wollen uns nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Hier habt ihr mein altes Gun. Hattet es heute Vormittag schon mal in der Hand. Als Ziel habe ich euch 4 Büchsen aufgestellt. Ich bitte euch, trefft wenigstens eine davon. Damit ihr eure Fehlschüsse nicht aufs Gewehr schieben könnt, habe ich euch noch ein anderes mitgebracht. So kann die Ausrede, es liegt am Material, nicht gelten. Verstanden? Verstanden, Mr. Henry. Oh! Donnerwetter, entsichert. Donnerwetter, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Sir, 4 Schuss, 4 Treffer. Und? Nennt ihr mich immer noch Greenhorn? Greenhorn. Bildet euch ja nichts ein. Nur weil ihr mich beim Kräftemessen besiegt und jetzt ein paar Zufallstreffer hattet. Kopp, jetzt kommt zu Jim Corner. Er wartet bereits auf uns. Junge, rein, los. Euch werde ich Flötentöne beibringen. Euch mit den Mädchen amüsieren und dann die Zeche prellen. Raus mit euch, wenn ihr nicht zahlen könnt. Manieren haben manche Männer heutzutage. Unverschämtheit. Aber solange Signora Miranda den Ton hier im Saloon angibt, werde ich meine Mädchen beschützen vor Kerlen wie euch. Die anständigen Männer sind wohl ausgestorben. Ja. Schade, Mr. Charlie, dass der Unterricht schon wieder vorbei ist. Mr. Charlie, soll ich euch verraten, was im letzten Briefchen von Billy stand? Ja, also wenn du mir das wirklich anvertrauen möchtest. Also, er hat geschrieben, dass er mir sagen möchte, dass... Oho, oder doch nicht ausgestorben? Ich behalte's für mich. Mama, Mama, das ist Mr. Charlie, mein neuer Lehrer, seit der doofe Hicks, ich meine Mr. Hicks, krank ist. Den konnte sowieso niemand leiden. Schönen guten Tag, Mr. Charlie. Ihr seid also der Gentleman, von dem meine Tochter mir schon so viel vorgeschwärmt hat. Tag, Ma'am. Naja, ich halte ja nur vertretungsweise den Unterricht bei ihr. Und bescheiden ist er auch noch. Naja, also seit Sie meine Tochter unterrichten, lernt sie mit Begeisterung, macht sogar freiwillig Hausaufgaben. Naja, bei dem Lehrer. Sagt einmal, Mr. Charlie, gibt ihr auch Nachhilfeunterricht? Nachhilfeunterricht, ja, grundsätzlich. Welches Fach denn? Ich dachte da an... Emmy, lauf doch mal ganz schnell zum Billy, ja?
Guten Tag, Senorita Miranda. Tut mir leid, dass ich eure Familienidylle störe. Familien? Habt keine Zeit für alberne Diskussionen. Mr. Charlie, ihr werdet gebraucht. Sofort. Folgt dem alten Henry. Muss ihn euch entführen, Ma'am. Jim Corner war ganz begeistert von euren Reitkünsten. Hätte ich nicht gedacht. Und Billy? Wie war die Schule? Sehr erholsam. Was? Erholsam? Ja, bald die Schuhe geschwänzt. Ich krankgestellt. Au! Mach's meinem Onkel nach. Der ist Politiker. Das, komm her! Wieler. Nancy! Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, weißt du, die Geschäfte, verstehst du? Geschäfte? Was für eine Art Geschäfte sind denn das? Ja, ich bin damit mein... Also, du sagst, du liebst mich und dann bist du wochenlang, gar Monate mit deinen Kumpanen unterwegs. Und ich habe überhaupt keinen Schimmer, wo du dich herumtreibst. Ach, Nancy, Schatz, komm, lass uns auf dein Zimmer gehen. Ach, du Schuft. Komm mit, Nancy. Hey, lass uns tanzen, mein Mädchen. Mister, das ist mein Mädchen. Hab die Finger weg von ihr. Was, dein Mädchen? Ja, klar. Ah. Wheeler. Was denn? Mir gehört die Kleine. Nimm die Pfoten weg. Komm her, Nancy. Hey, du Strolch. Nancy gehört immer noch zu meinem Mädchen. Ach ja? Hau ab. Und wenn sie sagt, Wheeler ist ihr Freund, dann entscheidet sie das selbst, klar? Gut, verstanden? Verstanden. Nancy, komm. Wheeler. Oh, was? Nancy. Wheeler, da komm her. Ihr jämmerlichen Schafsköpfe. Wollt ihr euch schon in St. Louis die Köpfe einschlagen? Und Rattler. Ja. Bade deine Kräfte auf, du wirst sie bald brauchen. Ja, Boss, wann geht's denn eigentlich los? Ja, was jetzt? Sag mal. Wann... Psst, nicht so laut. Braucht niemand zu wissen, dass wir zusammengehören. Hört zu, Männer. Die Western und Pacific Company stellt gerade einen Vermessungstrupp zusammen. Dort lasst ihr euch einschreiben. Es wird eine neue Eisenbahnlinie vermessen im Gebiet von New Mexico. Um Zeit und Geld zu sparen, führt die Route nicht um, sondern mitten durch das Land der Apachen. Ich habe alles arrangiert, jedoch geht es nicht nur um das Land. Aber wie sollen wir das denn anstellen, Boss? Wir haben doch vom Vermessen überhaupt keine Ahnung. Weil du ein Spatzenhirn hast, Rattler. Mr. Bancroft, der Oberingenieur, wird dafür sorgen, dass ihr alle aufgenommen werdet. Mr. Bancroft arbeitet in meinem Auftrag, versteht sich. Seht zu, dass ihr nicht auffallt. Ja, aber Boss, neben dem Gebiet der Apachen leben noch die Kiowa. Wie sollen wir denn heil zwischen beiden Stämmen denn durchkommen, hä? Das lass mal meine Sorge sein. Komm mal her, Männer. Die Kiowa können die Apachen überhaupt nicht leiden. Ich brauche nur durch eine List diese roten Hunde aufeinander zu heizen. So halten sie sich gegenseitig in Schach. Ihr habt mir nicht aufmerksam zugehört, als ich vorhin sagte, es geht nicht nur um das Land. Ja, um was denn sonst, Boss? Also, während die roten Halunken sich gegenseitig in Schach halten, können wir in aller Ruhe das Gold der Apachen suchen. Gold? Gold? Gold! Verdammt schlau, Alter! Verdammt schlau! Wir werden reich! Wow! Wow, das ist doch ein Indianermesser, hä? Ja. Woher hast du das, Boss? Ein Apache, der mir im Weg stand. Aha. Er wollte seine Felle loswerden. Vielleicht wird es mir noch gute Dienste leisten. Ja. Und nun schaut zu, dass ihr auch reinschreibt. Geht klar, Boss. Los, Leute, ihr habt gehört, was der Boss gesagt hat. Wir werden reich. Leute, wir sehen uns. Im Land der Apachen und des Goldes. Gold! Ja, Männer, los!
Zu diesem Zeitpunkt konnte Mr. Charlie noch nicht ahnen, welche Gefahr sich über ihn zusammenbraute und dass er bald in Ereignisse verwickelt würde, die sein ganzes Leben verändern sollte. Nicht weit von St. Louis trafen zwei außergewöhnliche Männer aufeinander. Clicky Petra, der weiße Lehrer der Mescalero Apachen, den das Schicksal aus Deutschland in den Wilden Westen verschlug. Der andere war der edelste Sohn seiner Rasse. Tapferkeit und Gerechtigkeitssinn waren nur einige der Eigenschaften, die ihn unvergleichlich machten. Aus dem Jungen, der einst einen brennenden See durchschwommen hatte, war ein Mann geworden. Der Sohn Inchuchunas, des großen Häuptlings der Apachen. Winnetou. Winnetou ja te, Clicky Petra. Clicky Petra ja te, Winnetou. Meine Augen sind froh, dich wiederzusehen. Clicky Petra war einige Zeit fort von seinen Brüdern und Schwestern. Was hast du von deiner Reise nach St. Louis zu berichten? Ich erlebte in der Stadt geschäftiges Treiben und erfuhr von einem Vorhaben, welches mir Grund zur Sorge gibt. Weiße Männer werden kommen. Erst wenige, aber ich fürchte... Was fürchtet Clicky Petra? Es werden mehr. Sehr viel mehr kommen. Eines Tages so viele wie Gräser an der Prärie stehen. Clicky Petra kam vor vielen Sonnen zu uns und wurde unser Bruder. Von ihm erfuhren wir viele Geheimnisse des Lebens. Werden diese Männer auch wie Brüder zu uns sein? Warum will mir Clicky Petra keine Antwort geben? Winnetou, du weißt, du bist wie ein Sohn für mich. Ich kann für die, die da kommen, nicht denken. Aber meine Seele ahnt nichts Gutes. Der weiße Mann ist oft bestrebt, mehr und immer mehr zu besitzen. Er schändet die Natur und raubt sie aus, nur seiner Macht und des Geldes wegen. Er jagt die Tiere nicht, weil er Hunger hat, nein, nur ihre Pelze ihm ein Vermögen einbringen. Bei uns lernen schon die Kinder, dass wir Menschen im Einklang mit der Natur leben sollten, dass sie uns so viel gibt, wie wir zum Leben brauchen. Mit ihr und uns selbst in Harmonie zu sein, bedeutet für uns Glück und Zufriedenheit. Zufriedenheit? Das ist ein Wort, das viele Weiße nicht kennen. Eines ihrer Grundübel. Der große Geist wird diejenigen bestrafen, die nur nach Macht und Geld streben. Diejenigen aber, die das Gute im Herzen tragen, wird er belohnen. Der große Geist lebt überall. In jedem Grashalm, in jedem Baum, im Adler, der durch die Lüfte fliegt und in den Tiefen des Sees. Komm, Winnetou, lass uns weiterreiten. Es ist nur ein weiter Weg bis zum Dorf unseres Volkes. Wir werden mit deinem Vater darüber sprechen. Die Verträge sind unterschrieben. Holen wir uns das Gold, Männer. Los, auf die Pferde. Mercy, bis später. Na, Mr. Charlie, das sind richtige Westmänner. Die schießen einer Fliege auf 100 Meter das linke Auge raus. Ihr habt mich rufen lassen, Mr. Henry. Ja. Hören Sie, so ganz verstehe ich die Sache noch nicht. Könnt es auch nicht verstehen, weil ihr ein Greenhorn seid. Denkt doch einmal nach. Warum habe ich euch auf den Schießplatz bestellt? Ein Kräftemessen mit euch veranstaltet. Euch den schwärzesten Rappen einreiten lassen. Euch mit Karten... Auf die Probe gestellt habt ihr mich. Richtig, Mr. Charlie. Aber warum? Ihr habt irgendetwas mit mir vor. Und zwar etwas, das außerhalb von St. Louis liegt. Richtig, Mr. Charlie. Etwas, das mit Schießen, Reiten und vermutlich auch Wissenschaft zu tun hat. Richtig, Mr. Charlie. Ihr sollt fort von hier. Hinaus in die weite Welt. Hinaus in den wilden Westen. Die Western and Pacific Company stellt einen Trupp zusammen,
Es geht um Vermessungsarbeiten für eine neue Bahnlinie. Ihr seid dem Oberingenieur Mr. Bancroft unterstellt. Bancroft, der die Arbeiten leitet. Nun, was sagt ihr dazu? Ich soll Bahnvermesser im Wilden Westen werden? Ja. Das hatte ich mir so ja gar nicht vorgestellt. Darf ich vorstellen? Mr. Bancroft. Mr. Charlie. Mr. Charlie! Mr. Henry hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Guten Tag, Mr. Bancroft. Nun, was uns in den nächsten Monaten erwartet, darüber hat Sie ja Mr. Henry schon aufgeklärt. Nun ja. Packen Sie Ihre Sachen, wir wollen morgen früh aufbrechen und gehen Sie rechtzeitig zu Bett, damit Sie auch ausgeschlafen sind. Ich habe alle Vorkehrungen schon getroffen. Nun, so richtig begeistert scheint ihr nicht gerade zu sein. Aber glaubt mir, es ist nötig, damit ihr euch eure grünen Hörner abstoßt. Zu eurem Schutz habe ich den berühmtesten Scout engagiert, den es gibt. Er ist zwar ein rechter Kauz, aber er hat Erfahrung. Und sein Name ist bekannt im Wilden Westen. Sam Hawkins! Ist dies das junge Greenhorn, von dem er mir erzählt hat, Mr. Henry? Sir, yes, sir. Gefällt mir. Gar nicht übel. Schätze, dass der alte Sam Hawkins ihm auch gefallen wird, wenn ich mich nicht irre. Wie ich hörte, habt ihr euer Examen glänzend bestanden. Naja, das war auch dringend notwendig. Notwendig? Wofür denn? Ihr meint ja etwa, ich würde euch sonst mit mir, dem berühmten Westmann Sam Hawkins, in den Wilden Westen reisen lassen? Ohne mich seid ihr doch sowieso hoffnungslos verloren. Mr. Hawkins, in welchem Amt agiert ihr denn im Westen? In welchem Amt ich agiere, will er wissen, habt ihr das gehört? Drückt euch gefälligst wie ein normaler Mensch aus und nicht in so dreimal hochgeschraubter Universitätsmanier. Ihr redet ja so gewunden wie ein Korkenzieher. Also, zu eurer Frage. Immer wenn es gilt, den Bösewichtern eins auf den Pelz zu brennen und ehrbare Bürger aus einer Notlage zu befreien, dann ist der gute alte Sam mit seiner guten alten Lady gefragt. Aber selbst ich komme manchmal in Situationen, wo ich einer übergroßen Übermacht mit meinen übermäßigen Fähigkeiten nicht standhalten kann. Dafür habe ich dann meine zwei treuen Gefährten, Dick Stone und Will Parker, an meiner Seite. Sam hat uns gerufen. Man nennt uns zuweilen auch das Kleeblatt, wenn ich mich nicht irre. Wir sind zur Stelle. Mein Name ist Dick Stone. Richtig zur Stelle. Ich bin Will Parker. Na, dann ist ja alles bestens. Und nun, verehrter Sir, horcht unverzüglich an eurer Matratze. Wir brechen früh auf und hat mich gefreut, Mr. Henry. Nun, Mr. Charlie, nun heißt es Lebewohl sagen. Ihr braucht ein Pferd. Habt euch den Rappen gekauft, den ihr selbst eingeritten habt. Und ihr braucht ein tüchtiges Gewehr. Da ich gerade über einem neuen Modell sitze, werde es Henry-Stutzen nennen, will ich euch meinen Bärentöter überlassen. Oh. Habt ihn ja schon vorzüglichst ausprobiert. Fällt mir nicht leicht, mich von ihm zu trennen. Macht mir keine Schande damit. Und nun, lebt wohl. Lebt wohl, Mr. Henry. Boah. Mr. Henry, vielen Dank für alles. Greenhorn. Mr. Charlie, ihr wollt uns verlassen? Das ist aber wirklich sehr schade. Emmy hat sie sehr gern und gerade jetzt, wo sie so begeistert lernt. Und ich komme um meinen Nachhilfeunterricht. Senorita Miranda, ich... Hören Sie, es tut Ihnen leid, wollten Sie sagen. Aber Mr. Charlie, sesshaft werden, das werden Sie sowieso nicht. Sie müssen raus in die Welt und das Abenteuer erleben. Habe ich recht? Mr. Charlie, ihr wollt fort, aber ich, die Schule, meine Aufgaben. Muss es wirklich sein, dass ihr geht? Fragen und ihre Probleme. Ein Mann muss tun, was ein Mann eben tun muss. Kommt mal her, ihr beiden. Sobald ich meine Aufgabe erledigt habe, komme ich wieder und besuche euch. Fest versprochen. Und? Versprochen ist versprochen. Bevor wir uns nun endgültig Goodbye sagen, Sie haben in kurzer Zeit die Herzen der ganzen Stadt erobert. Und darum haben sich einige Bürger etwas ganz Besonderes speziell für Sie einfallen lassen. Nehmt Platz und schaut her. Ja? Thank you.
erreicht! Alles absteigen, Gentlemen! Oh, ist doch ein herrliches Plätzchen, welches der liebe Gott da für uns bereithält. Der richtige Platz, um dem lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Gentlemen, der Wagen muss erst abgeladen werden. Abladen! Ja. Oh, klingt verdammt nach Hardbein. Hey, Wieden, hast du gehört? Abladen? Was? Wer? Wir? Ja, abladen, Mensch. Ach, wäre ich doch bloß bei meinem Nancy in St. Louis geblieben. Oh. Rettler! Murphy! Rett. Wieden, abladen. Ha? Ha? Hey, Mr. Greenhorn, zieh, hören Sie mal zu. Abladen! Schätze, der meint euch, wenn ich mich nicht irre. Verdammt lausige Gegend und verdammt lausige Gesellen, wenn ich mich nicht irre. Was? Komm, Sam, wenn die Gentlemen zu bequem sind. Wir haben schließlich einen Auftrag zu erfüllen. Denke, meine zwei Freunde, Dick Stone und Bill Parker, fassen sich ja mit zu. Hab die beiden ja schon kennengelernt. Dick, Will, wie sieht's aus? Aber sicher, Sam. Zu viert geht es schneller. Außerordentlich schneller. Ja, so ist's richtig. Baut die Instrumente auf, damit ihr gleich mit dem Vermessen anfangen könnt. Meine Männer und ich... Wir müssen uns erstmal von den Reisestrapazen erholen. Kontrolliere dann später gleich eure ersten Messergebnisse. Ah, das sieht Ihnen ähnlich. Legen Sie sich auf die faulen Haut, die Schufte, und lassen uns hier schuften. Ganz schön schuftig, wenn ich mich nicht irre. Irre ich mich? Oder sind das die Männer, von denen Klicky Petra sprach? Du hörst dich nicht. Winnetous Auge blickt mit Sorge. Was tun die Bleichgesichter da? Nach den Instrumenten zu urteilen, vermessen sie etwas. In unserem Land? Ohne vorher um Erlaubnis gefragt zu haben? Das ist wie in meiner alten Heimat Deutschland. Wer viel Geld hat, hat auch die Macht. Er braucht nicht zu fragen. Er nimmt sich einfach, was er begehrt. Lass uns weiterreiten, Winnetou. Die scheinen sich für längere Zeit hier einzurichten. Hey, Dick! Will, würdet ihr wohl die Güte haben, unser Lager ein bisschen abzusichern gegen feindliche Indianer und andere Halunken, meine ich? Aber sicher, Sam! Kannst dich ganz auf uns verlassen! Außerordentlich auf uns verlassen! Na, zeig mir her, da wollen wir doch mal sehen, was ihr bis jetzt hier so zustande gebracht habt! Ja, was denn? Soll das alles sein? Hattet den ganzen Tag Zeit! Wozu habe ich euch überhaupt mitgenommen? Mr. Bancroft, während wir vier hier arbeiten, lungert ihr mit euren Männern nur rum und betrinkt euch. Wäret ihr eurer Aufgabe nachgekommen, könnten wir freilich ein ganzes Stück weiter sein. Und da warte du! Mr. Rattler! Mr. Rattler, helft mir! Oder wollt ihr vergolden, dass dieses Greenhorn sich an mir vergreift? Nein, das kann ich unmöglich dulden, Mr. Bancroft. Oh, schaut ihn euch doch mal an. Dieses Kind trägt nur seinen feinen Kopf im Mattenanzug. Und will erwachsenen Männern drohen. Lass ihn sofort los, sonst schlage ich dich nieder, du Grünschnabel. Tut euch keinen Zwang an, Mr. Rattler. Das darf ich mir nicht zweimal sagen, Männer. Kräfte. Jetzt passt mal auf. Zeig ihm deine Hände. Komm mal her, Kleiner. Ja. Sonst noch jemand? Was für ein Schlag. Da wird noch etwas auf uns zukommen. Erstaunlich. Ach, wäre ich doch bloß bei meinem Nancy in St. Louis geblieben. Das werdet ihr bereuen, Mr. Charlie! Und ich, Sam Hawkins, will euch warnen. Dieser junge deutsche Gentleman steht unter meinem ganz persönlichen Schutz, wer es wagen sollte, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Schießt meine Lady! Ein gestalltes Loch in die Gestalt, das er meint, er wäre ein Kaffeesieb. Das ist mein voller Ernst, wenn ich mich nicht irre. Aber sagt mal, Sir, einen mächtigen Fausthieb habt ihr da. Schlägt mit einem einzigen Schlag den stärksten Mann nieder. Wird an der Zeit sein, dass ich euch mal einen ordentlichen Westmann-Namen verpasse.
Schmetterhand, ja. Werde euch Schmetterhand nennen. Ladies and Gentlemen, aufgemerkt und zugefasst, vor euch steht... Und... Schmetter! Yeah. Eigentlich noch ein Greenhorn, aber schon ein Kriegsname. Was meint ihr dazu? Dick Will, ha? Beachtlich. Außerordentlich beachtlich. So, und jetzt gehen wir alle mal schön in die Haie. Wird morgen wieder ein anstrengender Tag. Und habt immer ein schönes Auge auf die feine Gesellschaft hier. Der Frühaufsteher? Naja, alles auf! Der frühe Vogel fängt den Wurm! Körperpflege ist nie schlecht! Ja. Oh, hier, Dick, Wildschweinwurst, du bist auch mal! Danke! Halt! 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 Grüezi miteinander! Ach, ein Schweizer, der ist neutral. Ihr seid also der junge Mann, der hier fleißig alle Arbeit tut, während die anderen auf der faulen Haut liegen. Ich bin Nikolaus Köchlin, der Oberingenieur des nächstliegenden westlichen Abschnitts. Es sind Boten hin und her gegangen. Bin informiert, was hier vor sich geht. Verstehe, Mr. Köchlin. Ja, und wie wird es jetzt weitergehen? Sind das eure Aufzeichnungen? Hab bereits Meldung an die Kompanie gemacht. Eure Kollegen sind unfähige Leute, denen keinen Dollar mehr ausbezahlt wird. Euch hingegen müsste man dreifach entlöhnen. Und den Rest kann man getrost in der Pfeife rauchen. Aufwachen! Oh, wer macht mir so einen Krach zur Schlafenszeit? Zur Schlafenszeit? Wer liegt hier im Rausch des Brandeweins auf der faulen Haut? Zur Arbeitszeit. Was erlaubt ihr euch? Wer seid ihr? Mein Name ist Nikolaus Köchlin, bin der Oberingenieur des westlichen Abschnitts. Bin unterrichtet, was hier vor sich geht. Hab bereits Meldung an die Kompanie gemacht. Wie konnte die Gesellschaft nur so verkommenes Subjekte beschäftigen? Mit welchem Ton redet ihr überhaupt mit mir? Was bildet ihr euch überhaupt ein? Wisst ihr überhaupt, wen ihr vor euch habt? Einen versoffenen, vor Faulheit stinkenden Menschen, der sich Oberingenieur nennt. Na warte, du Elender! Reicht es euch von gestern noch nicht? Na warte, du! Das hat ein Nachspiel! Für euch! Ich werde dafür sorgen, dass ihr die längste Zeit Oberingenieur gewesen seid. Komm, Mr. Shatterhand! Wir wollen auf die Jagd gehen. Ich kann mit meinem Magen schon den Sand aufkehren. So tief hängt er mir vor Hunger, wenn ich mich nicht irre. Ah, ist das richtige Wetter zur Hasenjagd. Alle da? Na, dann wollen wir mal. Los! Hey! Hey, Boss! Was ist, Rattler? Es ist Zeit, dass ich mit euch reden kann, Boss. Läuft alles nach Plan? Kann man nicht sagen. Hawkins und seine beiden Scouts, aber vor allem der Deutsche, machen uns das Leben schwer, Boss. Dieser Kerl... Was soll das heißen, machen uns das Leben schwer? Dieser Kerl hat mich niedergeschlagen, Boss. Aber das wird er mir büßen. Den greife ich mir. Rattler, wir müssen aufpassen, dass unser Vorhaben nicht jetzt schon auffliegt. Trichtert unseren Leuten ein, dass sie sich so unauffällig wie möglich verhalten, klar? Klar, Boss. Und Rattler, halt dich zurück, sauf nicht so viel. Ich brauche Zeit, um meinen Plan auszuführen. Was denn für ein Plan, Boss? Ich habe euch ja schon in St. Louis gesagt, dass ich die Kiowa und die Apachen ein wenig ärgern will. Aber
Aber da laufen wir den beiden ja direkt in ihre Auseinandersetzungen. Richtig. Und genau die nutzen wir für unsere Zwecke. Verlass dich ganz auf mich. Ich habe alles genau überlegt. Schließlich sind wir ja nur aus einem Grunde hier. Wir wollen das Gold der Apachen. Gold. Klar, Boss, das Gold. Und nun sieh zu, dass du zurückkommst. Man könnte sonst Verdacht schöpfen. Geht klar, Boss. Und Rattler? Ja. Ich kümmere mich erstmal um unsere roten Freunde. Klar, Boss. Der Stamm der Mescaleros wurde damals geführt vom erfahrensten Häuptling, den die Apachen bis dahin hervorgebracht hatten. In Chuchuna, Winnetous Vater. Durch seine Kühnheit und Klugheit zugleich hatte er sein Volk die vergangenen Jahrzehnte vor ernsthafter Gefahr bewahrt. Nun jedoch braute sich Unheil zusammen. Winnetou, mein Sohn, Intruchuna freut sich, dich wieder im Pueblo unseres Volkes zu wissen. Seit deine Mutter den Weg zum großen Geist gegangen ist, sind die Tage etwas Besonderes geworden, an denen Intruchuna seine beiden Kinder bei sich hat. Ich habe deine Schwester wissen lassen, dass du wieder hier bist. Und Chochi wird gleich da sein, dich zu begrüßen. Kleki Petra, es erfüllt mein Herz mit ebensolcher Freude, dass du von der Stadt St. Louis zurückgekehrt und endlich wieder bei uns weilst. Meine Schwester, sie wird gleich da sein, erwartet dich voller Sehnsucht. Kleki Petra. Mein Herz war voller Sorge um den geliebten Mann. Du warst diesmal ungewöhnlich lang weg. Ja, Taube, das bestens geliebtes Weib. Ich hatte allen Grund dafür. Wieso ist was passiert? Nachdem ich mit deinem Bruder und deinem Neffen gesprochen habe, erzähle ich es dir. Winnetou. Wie du weißt, haben Kleki Petra und ich keine Kinder. Aber obwohl du Intschuchunas Sohn bist, bist du trotzdem auch wie ein Sohn für uns. Kleki Petra hat dich vieles gelehrt. Das wird dir sicher immer von großem Nutzen sein, wenn eines Tages du anstelle deines Vaters unser Volk führen wirst. Winnetou! Winnetou! Chochi! Chochi! Schöner Tag. Unsere Mutter konnte dir keinen treffenderen Namen geben. Meine Schwester ist das schönste Gesicht unseres Volkes. Chochis Herz ist leicht, wenn mein Bruder wieder bei uns ist. Chochi sieht auch Kleki Petra wieder bei uns. Meine Augen sehen in die von Vater, ihres Bruders und Kleki Petra. Sie ahnt, es gibt noch wichtige Dinge zu besprechen, von denen Chochi jetzt noch nichts wissen darf. Chochi, hab Geduld. Es werden noch viele Jahre vergehen. Aber die Zeit wird kommen, wo auch ihr Frauen um Rat gefragt werdet. Und Chochi sitzt jetzt mit ihrer Tante, wie es in der Sprache Kleki Petras heißt, diplomatisch zurück. Kleki Petra, du weilst seit vielen Sommern bei uns und wir sind dir für viele Erkenntnisse dankbar. Winnetou sagte mir, du hättest in St. Louis Beobachtungen gemacht, die dich beunruhigen. Ja, Intschuchuna, ich erfuhr, dass ein Trupp unterwegs ist, um Land zu vermessen für den geplanten Bau einer Eisenbahnlinie, die quer durch das Gebiet der Mescaleros führen soll. Das Feuerross? Ja. Und wer hat das beschlossen? Das konnte ich nicht genau herausfinden. Der Auftraggeber ist eine Gesellschaft namens Western and Pacific Company. Und wie viele Männer sind das? Nicht mehr als die Finger an beiden Händen, aber es werden sehr viel mehr kommen. Winnetou und ich haben sie beobachtet. Wir dürfen nicht zulassen, dass Fremde ungefragt in unser Land eindringen und es für ihre Zwecke missbrauchen. Mein Sohn hat recht. Von Kleki Petra haben wir gelernt, weise vorzugehen. Lasst uns das im Rat der Ältesten besprechen. Hallo, mein junger Freund. Kannst du nicht antworten oder verstehst du meine Sprache nicht? Ich war doch ganz freundlich zu dir, indem ich sagte, hallo, junger, roter Freund. Ein Krieg
Krieger der Kiowa ist kein Freund deines Bleichgesichts. Oh, warum denn gleich so abweisend? Was machst du denn hier so ganz alleine ohne deine Leute? Wow, der tapfere Krieger hat seinen Mut bewiesen. Er hat sich von den Apachen ein Pferd geholt. Dies werde ich nun in unser Dorf bringen. Der Häuptling Tangua erwartet mich bereits. Ach so, du hast den Apachen ein Pferdchen geklaut. Tangua heißt euer Häuptling. Lass mich nun weiterreiten. Der weiße Mann möge seiner Wege gehen. Ich würde meine Wege schon gehen, keine Angst. Nur deine Reise endet hier. Halt, mein Gesicht! Freudiger Coyote, hast Bao den jungen Krieger getötet? Nein, ich! Schweig! Deine Qualen werden furchtbar sein. Pida! Mein Sohn wird dich martern, dass du den Tag verfluchst, an dem du geboren wurdest. Warte, Tangua! Du kennst mich? Woher? Wer kennt den großen Häuptling der Kiowa nicht? Dein Name ist mir schon in St. Louis zu Ohren gekommen. Man erzählt sich von deinen Heldentaten und bewundert dich. Es ist mir eine große Ehre, dir zu begegnen. Wie kann der Mörder unseres Bruders einen anderen Indianer bewundern? Ich habe ihn nicht getötet! Apachen waren es! Ich kam gerade auf diesem Weg vorbei und fand ihn dem Tode schon sehr nahe. Apachen, sagst du? Ja. Du lügst, Pida! Begehe keinen Fehler, Tangua! Bao sagte mir vor seinem Tode, Winnetou habe ihn erstochen. Wegen eines Pferdes, das er den Apachen genommen hatte. Er bat mich, dich aufzusuchen und dir zu berichten, damit dir Bao und dein Apachen rächen können. Danach starb er in meinen Armen. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Es stimmt, Bao wollte sich bei den Apachen ein Pferd holen, um seinen Mut zu beweisen. Sieh dir das Messer an, Tangua, dann glaubst du mir. Ein Apachenmesser. Dafür werden sie büßen. Winnetou, sein Vater, alle Apachen! Ich könnte dir behilflich sein. Du uns helfen? Wie willst du das anstellen? Ich kann dir Gewehre, Munition und Feuerwasser besorgen. Gewehre und Munition? Wo sind sie? Im Vermessungscamp meiner Freunde, gut einen Tagesritt von hier. Was verlangst du dafür? Ich will mit meinen Leuten ins Gebiet der Apachen deren Gold holen. Sorge dafür, dass sie uns dabei nicht belästigen. Gelbes Metall, wie einfältig ist doch der weiße Mann, dass solches für ihn von Wert ist. Aber gut, du sollst deinen Willen haben. Erst Gewehre und Munition für Tangua, dann kannst du mit deinen Leuten Ruhe nach dem Gold suchen. Wir sehen uns morgen im Lager deiner Freunde. Ich finde deine Spur. Hau. Dein Name, weißer Mann. Senta. Frederick Senta, mein Freund Tangua. Hey, aufstehen! Hey, was ist los? Aufstehen, hab ich gesagt! Ja. Rettler! Oh. Hey, Rettler! Was machst du für einen Kracks so früh am Morgen? Schöne Grüße vom Boss! Wir sollen unauffällig mitarbeiten, damit unser Plan nicht schon hier aufliegt. Verstanden? Und, was willst du denn du damit sagen? Ich will damit sagen, dass ihr eure faulen Ärsche mal langsam bewegen sollt! Damit dieser Sauladen endlich aussieht wie ein Vermessungscamp! Ganz genau! Was ist denn in dich gefahren, Bancroft? Spinnst du? Wäre ich doch bloß bei meiner Nancy in St. Louis geblieben. Wheeler? Was denn? Nimm doch mal eine Latte in die Hand, ja? Mercy, Latte. Und was soll ich denn mit einer Latte? Vermessen. So, und da bleibst du stehen. Was soll ich denn? Jetzt geh zurück. Zurück, 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 zurück. Zurück, 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 stopp, 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 stopp. Stückchen nach links, stopp. Zurück, noch zurück, 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 zurück. Mann, ihr seid doch Idioten! Mercy Riggs hätte mich doch warnen können, Mensch! Umdrehen!
Zeit, Boss! Ach, Gott sei Dank! Na, Bancroft, du Angsthase? Wie ich hörte, gibt es Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, richtig, Bancroft. Aber woher? Wieso? Ich meine, wer? Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Jetzt mal im Ernst, Bancroft. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ihr ein Greenhorn und drei Westleute nicht im Griff habt. Habt ihr vergessen, warum wir hier sind? Nein, aber... Aber was? Wir kennen die Gegend nicht. Es könnte ja gefährlich werden. Und am Ende tauchen hier noch Rothäute auf. Ah, Boss! Rothäute! Keine Panik, unsere neuen Verbündeten. Verbündete, aber Boss! Halt dein Maul jetzt. Ja, na klar. Tangua ist gekommen, wie versprochen. Wo sind Gewehre und Munition? Und Feuerwasser. Alles bereit für dich. Männer, hört mal her. Das ist Tangua, der große Häuptling der Kiowa mit einigen Kriegern. Wir haben ein Abkommen miteinander beschlossen. Rattler, hol die Kiste mit den Gewehren vom Wagen. Bancroft, verteil unterdessen Whisky an die roten Gentlemen. Was soll ich? Halt die Schnauze jetzt. Ja, klar. Du hast Wort gehalten, Center. Tangua traut dir jetzt. Jetzt können wir Bao an den Apachen rächen. Ich sah unterwegs Spuren dieser Hunde. Du hast ihre Spuren gesehen? Ho, welch göttliche Fügung. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zugleich. Tangua versteht nicht den Sinn deiner Worte. Mach nichts. Dann werden sie unserem Camp bald einen Besuch abstatten. Was denn schon wieder rot? Ich meine, Indianer. Tangua, halt dich in der Nähe bereit. Der Zufall führt den Mörder eures Kriegers direkt in unsere Arme. Und zu dir, Bancroft. Nicht die Nerven verlieren. Schön weiter vermessen. Ja, aber jetzt wird's doch gefährlich. Nur ein bisschen, Bancroft. Nur ein bisschen. Oh. Sollte was schief gehen, dann stellt euch tot. Tot? Tot, klar, Boss. Ihr habt gehört, was der Boss gesagt hat. Komm wieder und börsen. Wir müssen etwas arbeiten. Geht auf die Linie. Moment. Mercy. Ja. Nanu, was sehen meine prärie-geschärften Adleraugen? Die feine Gesellschaft arbeitet? Ja, natürlich. Ja. Hey, alle mal hergehört. Dieser junge deutsche Gentleman, der heute Old Shatterhand heißt, hat soeben einen Grizzlybären in die ewigen Jagdgründe befördert. Einen Grizzlybären? Ja, aber nicht etwa erschossen, sondern mit dem blanken Messer im Kampf. Mann gegen Mann, oder besser gesagt, Mann gegen Grizzly, wenn ich mich nicht irre. Und wer es nicht glaubt, der kann sich mal die Krallen aus der Nähe ansehen. Oh, wir bekommen Besuch. Oh. Lasst euch nichts anmerken. Rothäute. Rothäute. Rattler. Rothäute. Aukola. Gisini, Anton, Gisindis, Lescaleras. Guten Tag. Das war Deutsch, wenn ich mich nicht irre. Wer führt euch weiße Männer an? Ich frage, wer führt euch Männer an? Ich also eigentlich... Wenn ihr erlaubt, werde ich mal die Verhandlung führen. Ja, danke. Dieser Gentleman dort hat hier die Verantwortung, Mr. Bancroft. Ja, hier. Mich nennt man Sam Hawkins. Mein Name dürfte an den Feuern der roten Männer bestens bekannt sein, wenn ich mich nicht irre. Und dieser junge deutsche Gentleman wird Old Shatterhand genannt, weil er mit einem einzigen Fausthieb den stärksten Mann niederschreckt. Aber jetzt habt doch die Liebensgewürzigkeit, uns zu erklären, um welche hochgestellten Figuren es sich bei euren Persönlichkeiten handelt. Ich bin Inchuchuna, Häuptling der Mescalero-Apachen. Das ist Winnetou, mein Sohn. Und neben ihm Klecki Petra, der weiße Lehrer unseres Volkes. Oh, ein Weißer, der zu Rothaut wurde. Ich habe mit dem zu reden, der sich Bancroft nennt. Ja, was tust du mit deinen Männern hier? Wir vermessen hier. Die Zunge des Bleichgesichtes zappelt wie ein Fisch. Was vermesst ihr hier? Wir vermessen dieses Land für eine Bahnlinie. Und wer gab dir den Auftrag dazu? Die Great Western and Pacific Company. Die Eisenbahnlinie wird euch großen Fortschritt bringen. Und Waren, die ihr bestimmt gut gebrauchen könnt. Was wir brauchen, finden wir in der Prärie, in den Wäldern und in den Seen. Hat das Bleichgesicht ein Haus da, wo es wohnt? Ja. Und wenn der Nachbar einen Weg durch deinen Garten bauen will, würdest du das dulden? Ob ich das dulden würde? Zum Teufel würde ich ihn jagen. Ehrliche Antwort. Jetzt aber kommt ihr und wollt einen Weg durch unseren Garten vor euer Feuer rausbauen. Was werden wir dazu sagen? Ach, warum regst du dich denn so auf? Das Land im Westen ist doch groß genug. Jedenfalls größer als Bancrofts Garten.
Außerdem duldet ihr doch schon Weiße bei euch. Wie dieses Beispiel von diesem Klecker Peter da beweist. Hey du, was suchst du bei den Roten, hä? Man nennt mich Tricky Peter, das heißt weißer Lehrer. Ich möchte mit Old Shatterhand sprechen. Oh. Ich spüre, ihr seid anders als die meisten eurer Gefährten. Wir sind Landsleute. Ich habe in meinem Leben viele Fehler begangen. Bekam mir die Möglichkeit, dies wieder gut zu machen, indem ich den Mescalero Apachen wichtige Dinge der modernen Welt beibrachte. Aber vor allem das, was man Werte nennt. Werte, die leider in Europa immer mehr dem Verfall preisgegeben sind. Sich aufeinander verlassen zu können. Zu seinem Wort zu stehen. Das Leben selbst, das Anderssein zu achten und zu respektieren. Mit friedlichen Mitteln nach Lösungen suchen. Winnetou ist ein besonderer Mensch. Ich möchte, dass ihr beide Freunde werdet. Ach, Pavel Papp! Hör endlich auf mit deinem hochgebildeten Gefasel! Sonst werde ich dich... Hey, Rattler. Mr. Rattler! Bancroft führt ihr durch Verhandlungen! Nun, Häuptling, was ist euer Wunsch? Intschutschuna sprach von keinem Wunsch. Ihr aber wollt einen Weg für euer Feuer ausbauen. Habt ihr uns um Erlaubnis gefragt? Nein! So höre, was Intschutschuna zu sagen hat. Ihr bekommt Zeit, bis die Sonne dreimal untergeht, euer Lager abzubauen und in die Stadt zurückzukehren. Ja. Tut ihr das, so scheiden wir als Freunde. Und wenn nicht? Dann ist das Kriegsbeil ausgegraben. Wir sind unbewaffnet. Ihr seht, wir kommen in friedlicher Absicht. Also gut. Wenn ihr mit uns trinkt, dann hauen wir ab, Männer. Ja? Feuerwasser. Ja? Feuerwasser. Hey, Winnetou, komm, trink mal einen Schluck. Feuerwasser. Schmeckt gut. Komm, trink. Trink, hab ich gesagt. Au! Ah! 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 Na warte, du dreckige Rothaut, das wirst du mir büßen. Winnetou. Oh. Kleckie Petra. Winnetou. Ja, Kleckie Petra. Männer. Denk an mich, bitte. Bleib Winnetou treu. Verspricht es. Ich verspreche es. Winnetou. Kleckie Petra. Genug mit dem Geschwätz! Männer, greift sie! Na los! Shatterhand! So, und ihr drei Witzfiguren, ihr räumt diese tote weiße Rothand auf den Wagen. Na los, bisschen plötzlich! Plötzlich so! Du sollst dich so glotzen! Jetzt hat Tangur seine Apachen. Winnetou, hä? Mr. Rattler, ich geh zu meiner Nancy, das ist der Louis. Willa, hör endlich auf zu jammern. Komm hierher, sofort. Hierher. Pass auf die Apachen auf, du feige Sau. Hast du mich verstanden? Ja, Mr. Rattler. Und du auch, Mercy. Ja, Boss, machen wir doch. Mann, ist im Weg. Du auch, Riggs. Aufpassen. Ich hab das alles kaum mit ansehen können, Sam. Mir ging's genauso, könnt ihr mir glauben. Dick, Will, kommt her. Hör zu. Wir müssen Intschutschuna und Winnetou befreien. Dick, Will, was meint ihr dazu? Bin ganz derselben Meinung, ganz derselben. Außerordentlich derselben, aber wer soll... das machen. Na, da gibt's ja wohl nicht geringsten Zweifel, dass der alte Sam das übernehmen muss. Dazu braucht man Köpfchen, wenn ich mich nicht irre. Also, aufgepasst. Ich werde ein paar von den Kerls ablenken und hierher locken. Dick, du begibst dich auf den Wagen und wenn einer vorbeikommt, schickst du ihn schlafen. Will, du gehst rüber zu Bancroft und den anderen Spießgesellen, damit's nicht so auffällt. Und ihr, Mr. Shannon, ihr wisst ja wohl, was ihr zu tun habt. Verdammt guter Plan, Sam. Alle Herrschaften einverstanden? Hey! Mr. Mercy! Ja?
Kommt doch mal schnell, ich habe hier was gefunden. Hey. Was ist denn los? Ja, ich brauche euren Rat. Komm, lass schon. Sieht das nach Gold aus? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, kommt mal. Gold? Ja, noch ein Stückchen. So, hier direkt aufs Kreuz. Leicht umdrehen, jawohl. Wunderbar, Nummer eins. Hey, Mr. Riggs. Was ist los? Kommt mal schnell, ich habe hier was gefunden. Habt ihr Gold gefunden? Ja, ich glaube, das ist Gold. Ja, muss ich glauben. Ja. Nummer zwei. Hey, Mr. Wheeler. Bitte, Kameraden, schaffen es nicht allein. Kommt doch mal bitte. Ja, komm schon. Wäre ich doch bloß von meiner Nancy St. Louis geblieben. Ja, ihr könnt gleich von Nancy träumen. Das verspreche ich euch. Ihr müsst euch nur ein bisschen nähern und umdrehen. So. Ja. Nummer drei. Vier. Hey, Mercy. Dauert das noch lang? Warum bekomme ich denn keine Antwort? Riggs! Wheeler! Merkwürdig still auf einmal. Ja. Na was? Verflucht. Was ist denn hier los? Bancroft! Ja, was? Bancroft, hierher! Ja! Beweg deinen Arsch! Ja, was ist denn passiert, Mr. Redler? Was passiert ist? Schau dir das an! Das ist passiert! Unfähig sind die alle! Man sollte die alle umlegen! Ein nach dem anderen! Alle! Aber die liegen doch schon! Bancroft! Warum brüllt der weiße Mann so? Hat er vielleicht... Wo sind Winnetou und Inchuchuna? Die Hunde von Apachen wurden befreit. Sage du, Tangua! Welcher Verräter hat das getan? Hey, was haben wir mit deinen Gefangenen zu tun, hä? Welches Bleichgesicht hat sich nicht in der Nähe des Lagers aufgehalten? Der da, Shatterhand. Wo wart ihr vorhin die ganze Zeit? Beim Zwischenfall beim Planwagen wart ihr der Einzige, der ungeschoren davongekommen ist. Na, ich habe die letzten Messergebnisse geprüft. Tangua verlangt Ersatz für die verlorene Beute. Du! Ich? Du wirst gegen einen meiner Krieger kämpfen, auf Leben und Tod. Du, Old Shatterhand, wirst gegen einen meiner Krieger kämpfen. Wenn Old Shatterhand gewinnt, bleibt ihr unbehelligt und könnt eurer Arbeit weiter nachgehen. Wenn er verliert, liegt all euer Leben in meiner Hand. Was? Hey, Moment mal, Moment mal. Was ist denn das für ein Handel, hä? Pass mal auf, da mache ich nicht mit, du. Komm her! Hey, schon gut, schon gut. Schon gut! Verschwinde! Gekämpft wird nur mit dem Messer. Nur ein Krieger wird den Kreis des Todes lebend verlassen. Hier steht... Metanaqua, der stärkste Krieger der Kiowa. Jeder Feind bricht unter seinem Stich zusammen. Er kämpft gegen das Bleichgesicht, welches Old Shatterhand genannt wird. Möge der Kampf beginnen. Oh je, Mr. Shatterhand, jetzt ist es aus mit euch und mit uns wahrscheinlich auch, wenn ich mich nicht irre. Ach, Sam, das wird schon irgendwie. Und das hat meine Großmutter auch immer gesagt. Am nächsten Tag war sie tot. Tagua, euer Krieger liegt im Staub. Wer ist Sieger? Du. Das bedeutet, wir sind alle frei und haben keine Feindseligkeit von euch zu befürchten? Ja. Gewonnen, Sir! Ihr habt gewonnen!
Ihr seid der weiße Sohn des großen schwarzen Geistes. Unser Medizinmann wird euch euren Zauber nehmen und dann werdet auch ihr den Pfad des Todes beschreiten. Das heißt, er lebt. Sam Hawkins hat sich nicht geirrt. Ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Es wäre besser für ihn gewesen, nicht mehr ins Leben zurückzukehren. Könnte es besser sein, im Reich der Toten zu bleiben, als zu leben?
Weil Old Shatterhand mit den anderen Gleichgesichtern am Marterpfahl sterben wird. Winnetou, Old Shatterhand, ich und meine zwei Gefährten sind Freunde der Apachen. Shatterhand hat sein Leben für dich gewagt. Er befreite dich und deinen Vater. Winnetou hoffte, Sam Hawkins und Old Shatterhand sind ehrlicher als die anderen Gleichgesichter. Doch all diese Lügen erfindest du nur, um euer Leben zu retten. Winnetou, ich... Schweig! Ich habe nur einen Weißen gekannt, der ein aufrichtiges Herz hatte. Kleki Petra. Und ihr habt ihn auf dem Gewissen. Es gibt einen Zeugen, der bestätigt, dass eure Worte nicht der Wahrheit entsprechen. Tangua. Tangua? Dann ist Tangua ein schändlicher Lügner. Er selbst war es, der euch in seine Gewalt bringen wollte. Warum sollte Winnetou einem Weißen mehr Glauben schenken als einem Häuptling? Du kannst lesen? Kleki Petra lehrte es mich. Er brachte mir bei, was Gerechtigkeit bedeutet. Und die Sehnsucht der Menschen nach Frieden und Milde. Er legte die Liebe in Winnetous Herz. Und warum folgt dann Winnetou dieser Milde, dieser Liebe nicht? Das tue ich. Doch Mord, Verrat und Lüge verlangen nach Gerechtigkeit. Steht ein für das, was ihr getan habt, und rettet wenigstens eure Ehre. Am Marterpfahl siehst du mich wieder. Hau, ich habe gesprochen. Was ist passiert? Er hat mit Winnetou gekämpft. Der Überfall der Apachen. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Ja, Winnetou sagt das auch. Der große Geist hat dir einen starken Körper gegeben. Sonst hättest du es nicht überlebt. Du bist in unserem Pueblo am Rio Pecos. Und wer bist du? Ich heiße Nchochi. Das bedeutet schöner Tag. Ich bin die Schwester Winnetous. Winnetous Schwester. Schöner Tag. Und wo sind meine Freunde? Sie sind ebenfalls in unserem Dorf. Und sie werden so wie du gepflegt, damit ihr stark genug seid, die Martern zu ertragen, die ihr am Tag eures Todes erleiden werdet. Apachen töten keine schwachen Menschen. Wir sollen sterben? Warum? Wir sind Freunde der Indianer. Wir haben deinen Vater und deinen Bruder befreit. Nchochi möchte dir gern glauben, aber in Chuchuna und Winnetou sagen, der große Geist hat ihnen ihre Freiheit wiedergegeben. Kannst du beweisen, was du behauptest? Ja, das kann ich beweisen. Aber ich werde hier nicht um Gnade betteln. Ich werde den Dingen, die auf mich warten, wie ein Mann entgegentreten. Nchochi fühlt, Old Shatterhand ist nicht wie andere Weiße. In dir wohnt ein gutes Herz, so wie es Kleki Petra besessen hat. Doch ich kann die Gesetze meines Volkes nicht ändern. Am Tag deines Todes wirst du mich wiedersehen. Und nun ruh dich aus. Du wirst deine Kraft bald brauchen. Was habt ihr mit mir vor? Was habt ihr mit mir vor? Dieses Bleichgesicht, das auf den Namen Rettler hört, hat unseren weißen Lehrer Kleki Petra getötet. Dafür muss er sterben. Sein Tod soll ein qualvoller werden. Er wird den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Willst du noch etwas sagen, Bleichgesicht? Dreckige rote Haut! Holt Old Shatterhand, Sam Hawkins und die anderen Bleichgesichter. Oh, Mr. Shatterhand, ihr auch hier? Schätze, es geht uns an den Kragen, wenn ich mich nicht irre. Denke, es wartet der Tod oder noch Schlimmeres auf uns. Hab Vertrauen, Sam. Vertrauen zu einem Greenhorn in unserer Lage? Genauso gut kann ich meiner Großmutter am Pokertisch vertrauen. Diese weißen Männer stehen am Marterpfahl, weil sie unser Land rauben wollten. Und einer von ihnen tötete Kleki Petra. Mit einer Feuerwaffe war er stark genug, auf einen Unbewaffneten zu schießen. Und jetzt, wo er zeigen soll, dass er ein Mann ist,
winselt er wie ein altes Waschweib. Old Shatterhand, sprichst du mit ihm? Bitte, lass mich gehen. Ich will nicht sterben. Bitte. Mr. Rattler, ihr habt gehört, was der Häuptling gesagt hat. Ihr wisst, was auf euch wartet. Bittet um Vergebung und verhaltet euch wie ein Mensch. Um Vergebung bitten? Niemals. Niemals. Stell dich zum Teufel, du Sohn einer Hündin. Rattler, zum letzten Mal. Bedenkt doch, in welcher Lage ihr seid. Bittet um Vergebung oder ich kann nichts mehr für euch tun. Fahr zur Hölle! Inschuschuna hat genug gehört. Heul nicht länger, Kojote. Will von euch Kriegern sich noch einer mit diesem Feigling abgeben? Er ist es nicht wert, wie ein Mann zu sterben. Bindet ihn los. Nein, 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 lasst mich in Ruhe. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Nein, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Frei. Ich bin frei. Wer ein Mörder und Feigling zugleich ist und keine Reue zeigt, bekommt den Tod in den Rücken. So will es unser Gesetz. Die Bleichgesichter haben gesehen, was mit Rattler geschehen ist. Inschuschuna hofft, ihr werdet euch wie Männer verhalten und eure Ehre retten. Antwort: Was tut ihr mit einem Pferdedieb? Der wird gehängt, wenn ich mich nicht irre. Und was ist wertvoller, ein Pferd oder ein Land? Wie könnte denn ein Pferd wertvoller als ein ganzes Land sein? Ja, du sprachst in beiden Fällen die Wahrheit. Wie aber soll nun die Strafe für Länderdiebe, wie ihr es seid, aussehen? Inschuschuna, wir sind Freunde der Indianer. Wir haben dich und deinen Sohn befreit, als ihr gefangen wart. Du lügst. Der große Geist hat uns befreit. Ich lüge nicht. Ich werde dir einen Zeugen gegenüberstellen, wie es bei euch Weißen heißt. Kangua, Häuptling der Kiowa, möge sein Wort erheben. Kangua, Häuptling der Kiowa, grüßt den Häuptling der Apachen. Lass uns gemeinsam über die Bleichgesichter zu Gericht sitzen. Sag, sind diese Bleichgesichter unsere Freunde? Nein, sie haben uns gegen euch aufgehetzt, alle Apachen zu töten. Das ist eine Lüge, Inschuschuna! Du räudiger Kojote, ich zerbrech dir alle Knochen! Der Häuptling der Kiowa mag ruhig bleiben. Sprich, was du zu sagen hast, weißer Mann. Ich war es, der dich und deinen Vater befreite. Und das kann ich auch beweisen, doch dazu später. Old Shatterhand lügt nicht. Und er bettelt hier auch nicht um Gnade. Meine Freunde und ich, wir wollen nur Gerechtigkeit. Inschuschuna wird sich beraten. Ah, das fehlte noch. Das machen die in aller Ruhe ihren Kaffeeklatsch und wir stehen hier wie bestellt und nicht abgeholt, wenn ich mich nicht irre. Lass mich für dich kämpfen. Winnetou, ich bin der Häuptling, ich entscheide. Vater, ich... Ich entscheide, Winnetou. Old Shatterhand sprach tapfere Worte. Der große Geist soll entscheiden. Du hältst die Möglichkeit, um euer aller Leben zu kämpfen. Old Shatterhand wird gegen Inschuschuna kämpfen. Auf Leben und Tod. Auf ein Zeichen Winnetous beginnt der Kampf am Ufer des Rio Pecos. Inschuschuna hat die Wahl der Waffen. Ich wähle den Tomahawk. Verliert Old Shatterhand, müssen auch die anderen Bleichgesichter sterben. Siegt er, sind er und seine Freunde frei. Oh je, Shatterhand Greenhorn, jetzt seid ihr endgültig verloren und wir dazu. Ach, mir juckt vor Aufregung der Skalp. Aber ich kann mich nicht kratzen, wenn ich mich nicht irre. Shatterhand hat Inschuschuna in einem kurzen Kampf getötet. Winnetou hält sein Versprechen. Ihr seid frei.
Der Häuptling lebt, Winnetou. Nur meine Faust traf ihn. Und hier ist der Beweis, dass ich dich und deinen Vater befreite. Das ist dein Haar. Ich schnitt es ab, als ihr in der Gewalt der anderen Bleichgesichter wart. Old Shatterhand sprach die Wahrheit. Ich habe mich geirrt. Erlaubt mir, ein Wort an Tangua zu richten. Liebt der Häuptling der Kiowa die Wahrheit oder ist er ein Lügner? Willst du mich beleidigen? Jeder hier weiß, dass ich nur die Wahrheit spreche. Du wolltest Winnetou und den Tschuna einen qualvollen Tod sterben lassen! Du elender Hund, ich werde dich zertreten. Das wirst du mit deinem Leben büßen. Lass sofort einen Kampf beginnen. Du sollst deinen Kampf haben. Deiner Ehre willen, Tangua. Ich kämpfe für Old Shatterhand. Winnetou, ich bin Shatterhand. Du hast dein Leben bereits für mich aufs Spiel gesetzt und das meines Vaters geschont. Es ist an der Zeit, dass ich etwas für dich tue. Kämpfer der Apachen, entscheidet, welche Waffe ihr wählt. Ich entscheide. Ja, wie kannst du es wagen, die Gastfreundschaft der Apachen so zu missbrauchen? Lass ihn nur, Vater. Winnetou gewährt ihm den Vortritt. Kabuté verlor seine Familie durch die Apachen. Es wird ihm eine Freude sein, Winnetou auf den Pfad des Todes zu schicken. Gekämpft wird mit Schild und Keule. Ist der Kampf dann noch nicht entschieden, mit dem Speer. Kabuté kämpft nicht fair. Bringt die Speere. Dem roten Mann keine Ehre gebracht. So kämpfen nur Feinde.
Herr, er hat keine Ehre gebracht. So kämpfen nur Feiglinge. Geh, geh und bleib unseren Jagdgründen fern. Winnetou, dank Vater und Old Shatterhand für die Warnung. Georges Herz leuchtet so wie dieser Tag. Georgie ahnte, dass Old Shatterhand die Wahrheit sprach. Und er hat sich als tapferer Krieger bewiesen. Old Shatterhand, auch ich habe mich geirrt. Du bist ein aufrichtiger Mann. Bleibe bei uns. Das ist auch der Wunsch Winnetous. Rote und weiße Männer können voneinander lernen. Tapferer weißer Krieger. Manitou hat dich zu uns gesandt, wie zuvor Klicky Petra. Der gab sein Leben für Winnetou. Wenn Old Shatterhand den Wunsch meines Bruders annehmen möchte, könnte er den Platz Klicky Petras in unserem Volk einnehmen. Ich danke euch für eure Anerkennung. Und eure Worte ehren mich, Taube des Westens, denn vor wenigen Augenblicken noch war ich euer aller Todfeind. Old Shatterhand muss seine Gedanken und Gefühle ordnen. Gebt mir etwas Zeit für meine Entscheidung. Auch Georgie würde sich freuen, wenn Old Shatterhand bei uns bliebe. Die Mädchentage meiner Schwester gehen zu Ende. Sie ist eine Squaw, eine wunderbare Frau geworden. Und Georgies Augen sprechen, wenn sie Old Shatterhand ansieht. Georgie ist glücklich, dass ihr Bruder sie nun auf die Pfade des Lebens entlässt. Wie denkt mein Vater, wenn er erfährt, dass das Herz seiner Tochter sich die Nähe von Old Shatterhand wünscht? Georgie, die Liebe ist wie eine Blume, deren Samen der Wind verweht, der blüht, wo er hinfällt. Sie meint, die Liebe ist das Wichtigste, was es auf der Erde gibt. Würden alle Menschen danach leben, hätten wir eine bessere Welt. Winnetou versteht dieses Quo, aber sie spricht doch gar nicht. Sam, das Wesentliche bleibt dem menschlichen Auge häufig verborgen. Es sind kleine Zeichen, die ihr Inneres aussendet. Ah, ich habe verstanden. Wenn ich mich nicht irre. Gottlob, den Apachen überfallen mit knapper Not und Ronnen. Hätten die uns nicht totgestellt, wie Santa gesagt hat, dann würden wir jetzt schon am Marterfall schmoren. Rix schmort schon in der Hölle. Hey, halt dein Maul, Bancroft! Ja, hier gibt's da sowieso kein Gold. Quatsch, Santa weiß schon, was er tut. Und wenn er sagt, es gibt das Gold, dann gibt's das Gold auch. Ach, ich vertraue Santa nicht mehr. Ach, wäre ich doch bloß mit meiner Nancy in St. Louis geblieben. Aber ich halte die Augen offen. Nicht, dass uns die Rot heute nochmal überfallen. Weißt du, was Wieland über dich gesagt hat? Was denn? Er hat gesagt, du bist so blöd, du kannst einen Wassereimer nicht von deiner Mutter unterscheiden. Das hat er gesagt? Hat er gesagt, ja. Da wollen wir mal schauen. Weißt du, was Marcy über dich gesagt hat? Was denn? Er hat gesagt, du stinkst aus dem Maul wie die Kuh aus dem Arsch. Was hat er gesagt? Mercy! Hat er gesagt? Bancroft! Schaut! Seid ihr wahnsinnig geworden? Santa! Ich hab genug von all dem! Die Plackerei, die Überfälle der Indianer! Das sind keine Shoshone, das ist Tangua mit seinen Leuten. Ich grüße meinen Freund Tangua. Winnetou, der räudige Coyote, hat einen meiner besten Männer ermordet. Tangua will Rache. Das kann ich verstehen. Ich will Gold. Ich brauche mehr Gewehre, um die Hunde von Apachen in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Wenn das Gold erstmal in meiner Hand ist, kann ich dir so viele Gewehre kaufen, wie du willst, Häuptling. Was treiben die Apachen jetzt? Sie geben Klicky Petra die letzte Ehre. Die Bleichgesichter sind noch im Dorf.
aber nicht mehr als Gefangene. Klecki Petra die letzte Ehre erweisen, sagst du? Wie verhält sich ein Indianerstamm bei so einer Zeremonie? Es nehmen alle daran teil. Ihre Wachsamkeit ist also geschwächt, nicht wie sonst. Äußerst günstig. Vielleicht kann ich ja etwas erfahren. Komm in mein Dorf, wenn du das Metall für die Waffen hast. Tangua erwartet dich voll Ungeduld. Tangua sehnt den Tag der Rache herbei. Du wirst von mir hören. Nun zu euch. Was war hier los? Boss, Bankhofmeister will sowieso kein Gold. Er hat das Vertrauen zu dir verloren. Ja? Wer mir nicht vertraut, der braucht doch nicht mehr zu leben. Aber Santa, wir sind doch Freunde. Santa, wir sind doch Freunde. Ich brauche ihn nicht mehr. Er hat seinen Zweck erfüllt. Wer will noch aussteigen? Wir suchen das Gold gemeinsam, Santa. Sag uns, dass es weitergeht. Ich werde unsere roten Freunde belauschen. Die Gelegenheit ist günstig. Wir treffen uns in 3 Tagen wieder hier. Und schlagt euch nicht wieder die Köpfe ein. Verstanden? Verstanden, Boss. Räumt Bancroft weg. Der Mescalero Apache. Unser weißer Lehrer Klecki Petra wurde von einer Kugel getroffen und ist von uns gegangen. Sein Glaube war nicht der unsrige, aber er hat es verdient, als bekennender Christ seine letzte Ruhe zu finden. Er war voller Güte in seinen Gedanken und so wie er handelte. Ich werde ganz in seinem Sinne weiterleben. Unser ganzes Volk hat einen schweren Verlust erlitten. Die Taube des Westens wünscht sich, lasst uns seine Lehren beherzigen. Ich danke euch, dass ich mit meinen Freunden an dieser Trauerfeier teilnehmen darf. Klecki Petra vertraute mir, kurz bevor ihn die Kugel traf, etwas sehr Persönliches an. Ich sollte ihm versprechen, Winnetou euer Freund zu werden. Du hast dich als ehrlicher und tapferer Mann bewiesen. Sei mein Freund. Ich bin's. Mein Bruder? Von Herzen gern. So wollen wir unseren Bund an der Bahre dessen schließen, der unsere Seelen vereint sehen wollte. Klecki Petra, das Volk der Mescaleros wird dich nie vergessen. Deine Seele ist jetzt bei Manitou. Finde deinen Frieden. Oh,
Es war Klecki Petras letzter Wunsch, dass Old Shatterhand sein Nachfolger in unserem Volk sein möge. Deshalb soll er in der Blutsbrüderschaft zu meinem Sohn Winnetou in unseren Stamm aufgenommen werden. Sind meine Brüder und Schwestern damit einverstanden? Die Seele lebt im Blute. So mögen eure beiden Seelen ineinander übergehen und so zu einer einzigen werden. Was Winnetou will, sei auch der Wille Old Shatterhand. Was Old Shatterhand denkt, sei auch der Gedanke Winnetous. Mein Bruder. Mein Bruder. Gesichter Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker sind als Freunde an unseren Feuern stets willkommen. Wir werden die Pfeife darüber rauchen. Gemeinsam die Pfeife rauchen? Das habt ihr nur mir zu verdanken, dem berühmten Westmann Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Könnt mich küssen, Gentlemen, zur Feier des Tages. Hm? Was können wir? Küssen? Ja, seit wann seid ihr denn schwerhörig? Scheinen deine Marotten aber Ausmaße anzunehmen. Außerordentliche Ausmaße. Umärmeln kann ich mir gerade noch vorstellen. Aber küssen. Dich. Bäh. Was heißt denn hier küssen dich? Bäh. Hä? Habe die letzten Tage die Bekanntschaft einer zauberhaften Squaw gemacht. Sie heißt Kliuna Ei. Das heißt so viel wie Vollmond. Hoffe nur, dass kein Halbmond daraus wird. Aber La Papp sei doch bloß neidisch, dass er nicht so ein schneidiger und hübscher Junggeselle wie Sam Hawkins seid, wenn ich mich nicht irre. Oh, Kliuna Ei. Oh, Donnerwetter. Jetzt wird mir erst das ganze Ausmaß bewusst. Wenn die mich kuschelt, bin ich ja platt wie eine Briefmarke. Kliuna Ei. Sag mal, Halbmond, nein, Vollmond. Sag mal, Vollmond, kannst du vielleicht ein bisschen abnehmen? Nein. Anscheinend nicht.
Und hast du vielleicht noch eine Schwester? Ah, tatsächlich. Und kannst du die vielleicht mit mir bekannt machen? Danke, Vollmond. Du hast eine große Last von mir genommen. Ah, da bin ja mal gespannt, wie die Schwester aussieht. Was das für ein Frauenzimmerchen ist. Ah. Ihr habt durch meine Schwester nach mir rufen lassen. Mein Name ist Cleona Tiai. Das bedeutet Halbmond. Ah, Halbmond. Ja, das klingt doch schön. Halbmond, wisst ihr, die Sache ist die, ja? Ein Mann in den besten Jahren, der sollte heiraten, so wie ich, ja? Ach. Und stellt euch doch mal vor, ihr werdet die glückliche Auserwählte, ja? Ja, dann würdet ihr die berühmte Squaw von dem berühmten Westmann, Sam Hawkins, sein. Ui. Ihr könntet mir die Haare kraulen, den Bart stutzen und des Nachts könnten wir viele kleine Sams machen. Georges Mund kann ich sagen, was ihr Herz fühlt. Weil Old Shatterhand der Blutbruder Winnetous geworden ist und er nun zu unserem Stamm gehört. Ich sehe es deinen Augen an. Schöner Tag ist heute auch ein glücklicher Tag. Und George fühlt es von Anfang an, dass in Old Shatterhand ein gutes Herz wohnt. Durch Klecki Petra hat George viel über das Leben der Bleichgesicht erfahren. Stimmt es, dass bald schon mehr von eurer Rasse in unser Land kommen werden? Ja. Und werden diese Menschen so sein wie der Mörder von Klecki Petra oder wie Old Shatterhand? Weißt du, viele Weiße streben nach Geld und Macht. Unsere Häuptlinge nennen sich Politiker und derjenige wird Häuptling, der die eindrucksvollsten Reden hält. Ob er nach seiner Wahl auch Taten folgen lässt, ist ungewiss. Bei uns wird der tapferste Häuptling. Die Männer mit der längsten Erfahrung kommen in den Rat der Weißen. Und bei uns ist nicht der reich, wer am meisten besitzt, sondern der, der anderen gibt. Ich möchte mit dir in die Städte der Bleichgesichter gehen, um zu lernen und eure Gebräuche und Sitten kennenzulernen. Mein Vater hat sein Einverständnis gegeben. Wenn die Sonne morgen aufgeht, werden wir aufbrechen, um aus dem heiligen Berg unserer Ahnen Gold zu holen. Vater sagte, wir reiten zum Nockerziel. Und George freut sich sehr, dass sie nun oft in der Nähe von Old Shatterhand sein wird. Das bedeutet für dich aber eine große Veränderung, denn die weißen Squaws leben ganz anders. Aber ich freue mich sehr, sehr auf deine Gegenwart, Georgie. Cleona Tiai! Cleona Tiai? Ja, mein Mäuseschwänzchen. Mäuseschwänzchen? Also bisher hat sich noch nie ein Weibsbild beschwert. Schau mal, was ich dir da geschnitzt habe. Das nennen die Weißen einen Kamm. Damit kannst du dir deine Haare kämmen und deinen Bart kämmen. Ja, du hast dir schon den rechten Kerl ausgesucht. Die Weibern sind durch. Die waren ganz wild auf den alten Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Hätte nie geglaubt, dass der alte Sam mal heiraten wird. Oh, lass uns mal da runtergehen. Muss uns ja hier nicht jeder zuschauen. Okay. Ja. Ich glaube, hier ist ein guter Platz zum Kuscheln. Mein Büffelhörnchen. Ach, deine Patschepfötchen, die sind so zärtlich wie die Pranken eines Grizzlies. Und dein Atem riecht ganz wie seiner. Was ist das? Ja, was hat sie denn? Also, so ein Aushilfsgalb ist doch ganz praktisch. Im Sommer kann man Spiegeleier darauf braten und im Winter Schlittschuh laufen, wenn ich mich nicht irre. Hey, Halbmond! Halbmond! Cleona Tiai! Halbmond! Halbmond! Na, hoffentlich wird kein Neumond raus. Hey Leute, jetzt wird spannend. Habt die Roten belauscht. Die kommen jeden Moment hier vorbei.
Sie wollen für die Häuptlingstochter Gold holen. Das Gold läuft uns direkt in die Arme. Wir werden rein! Ja, Gold! Wir werden sie zu empfangen wissen. Irgendwo hier muss diese Goldquelle sein. Ich werde ihn mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Aber Boss, wenn Sie Verdacht schöpfen... Sie haben mich ja noch nie gesehen. Kommt, Leute, versteckt euch. Ist es nötig, den Finger am Abzug zu haben, oder sind die Gentlemen in friedlicher Absicht unterwegs? Was sucht der weiße Mann in den Jagdgründen der Apachen? Oh, ich befinde mich hier im Gebiet der roten Gentlemen. Tut mir leid, in dem Fall habe ich mich verirrt. Was hat dich von deinem Weg weggebracht? Ach, ich komme vom alten Mississippi herüber. Will über New Mexico nach Kalifornien. Bin nur ein einfacher Cowboy, der drüben einen Job sucht. Und wie ist dein Name? Santa. Frederick Santa. Aber... Habt doch die Freundlichkeit, mir eure werten Namen zu verraten. Wie ich sehe, befinden sich Weiße in eurer Gesellschaft. Und wenn ihr erlaubt, Häuptling, werde ich dem Gentleman die Auskunft geben. Vor euch seht ihr Inchuchuna, den großen Häuptling der Mescalero-Apachen, daneben seinen Sohn Winnetou, daneben Winnetous Schwester Chochi. Dieser weiße Gentleman wird Old Shatterhand genannt. Das sind meine zwei Freunde, Dick Stone und Will Parker. Mich nennt man Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Man nennt uns zuweilen auch das Kleeblatt. Wir sind unterwegs zum Nugget-Ziel, um Gold für die Häuptlingstochter zu holen, die demnächst mit Old Shatterhand nach St. Louis reisen wird. Ah, sehr interessant. In dem Fall will ich euch nicht länger aufhalten. Wünsche den Gentlemen viel Glück auf dem Weg. Ja, gleichfalls und guten Ritt nach Kalifornien. Messieurs. Wie ein einfacher Cowboy hat er jetzt nicht ausgesehen. Warum hat Sam Hawkins diesem Mann so genaue Auskunft gegeben? Warum sollte ich ihm denn keine Auskunft geben? Sam, kann sich drüben in den Rocky Mountains in Engelberg City als Reiseführer anstellen lassen. Reiseführer! Winnetou las in den Augen des Mannes Falschheit und Lüge. Sam, du hast unbedacht gehandelt. Mein Bruder, unsere Wege trennen sich hier. Wir sehen uns am Eingang zum Yanico Canyon, wenn die Sonne eine Handbreite rübersteht. Da hat dich Winnetou aber schön zurechtgestutzt, altes Plappermaul. Außerordentlich zurechtgestutzt. Plappermaul? Ja, wer hier wohl das Greenhorn ist. Greenhorn, Greenhorn, Plappermaul, mach doch, dass ihr wegkommt. Ja, das machen wir auch. Sam, wir reiten rüber zur Baxter Ranch, um uns von den Strapazen deiner Gesellschaft zu erholen. Los, nicht weg. Außerordentlich erholen. Komm, ja, geht doch zum Teufel. Nein, Mary, altes Mädchen, mit denen gehen wir nicht mit. Die waren böse zu uns. Komm, wir suchen uns unseren eigenen Weg. Chochi, du hast jetzt das Gold unseres Volkes gesehen. Wenn du dein Leben an der Seite von Old Shatterhand kennenlernen willst, wirst du es gebrauchen. Ich habe dir noch eine kleine Perlenkette hineingetan, die deine Mutter, als du noch ein kleines Kind warst, für dich angefertigt hat. Bewahre es als Andenken an sie. Vater! Oh. Komm, Wieler, das Gold! Ich will das Gold, komm! Nein, hier, ja, du wärst gescheiter bei deiner Nancy geblieben. Komm! Ja, wir haben das Gold! Allez! Gold! Wir haben das Gold! Wir haben das Gold! Wir haben das Gold! Winnetou! Winnetou, was ist passiert? Weiße Banditen eröffneten das Feuer aus dem Hinterhalt. Wo sind sie? Winnetou hat zwei von ihnen getötet. Der dritte ist entkommen. Winnetou? Vater! Du wirst jetzt das Volk führen müssen. Nchochi und ich gehen den Weg von Klecki Petra. Der große Geist ruft uns. Diese Silberbüchse, sie gehört jetzt dir. Ehre sie. Und setze sie nur ein, wenn du keine andere Sprache mehr hast. Sei Freund und Beschützer aller guten Menschen und trotze jedem Feind.
Vater. Minetto. Findet unsere Mörder. Und Jochi, das verspreche ich dir. Olcetra, du bist da. Und Jochi kann nicht mit dir nach St. Louis gehen. Ich sehe eine Wiese mit bunten Blumen. Ein Licht. Ein helles Licht. Schöner. Anabi! Warum? Warum? Charlie, sie starb mit deinem Namen auf den Lippen. Ja. Du hast gehört, was ihre letzte Bitte an mich war. Niki Petra sagte, wer Frieden in der Welt will, muss zuerst Frieden mit sich selbst schließen. Das Leben stellt Winnetou auf eine schwere Probe. In meinem Herz tobt der schwerste Kampf, den ich je entscheiden musste. Santa ist der Kopf der Bande. Er wird für seine Verbrechen büßen müssen. Die Silberbüchse. Mein Arm wird sie führen. Als Beschützer aller friedliebenden Menschen und erbitterter Gegner aller Feinde. Mein Bruder, sag mir, was jetzt geschehen soll. Winnetou begleitet Vater und Schwester ins Tal unserer Ahnen. Nimm du die Fährte Santas auf. Sobald ich zurück bin, folge ich deiner Spur, Charlie. Diese Sucherei macht müde. Das ist ja schlimmer als Ostereier suchen, wenn ich mich nicht irre. So, der alte Sam wird sich jetzt mal ein ruhiges Plätzchen suchen, wo ein kleines Nickerchen machen kann. Ja. Oh, hier ist besetzt. Naja, daneben im Stehen. Vielleicht fängt mir im Traum ein, wo sich Santa dieser Kanaille versteckt hat. Oh, was macht das Bleichgesicht in den Jagdhöhlen der Kiowa? Was ich hier mache? Ich halte Wache. Wache? Ja, ich passe auf, dass keiner schläft. Schwachkopf. Peter will wissen, was suchst du im Gebiet der Kiowa? Ich hab's. Hab's vergessen.
Wenn du nicht redest, brauchst du auch deine Zunge nicht. Ich werde sie dir rausreißen und zum Trocknen an mein Tipi hängen. Ah! Sprich, zum letzten Mal. Wer bist du? Was willst du hier? Ah, jetzt ist es mir eingefallen. Weißt du, ich bin nämlich das Rotkäppchen. Ich will zur Großmutter ihr Kuchen und Wein bringen. Ja, an deiner Stelle würde ich auch mal nachsehen, was da hinten los ist. Ja, und da sagt das Rotkäppchen zur Großmutter: Großmutter, warum hast du denn so große Hände? Ja, damit ich dich besser packen kann. Hey. Na, sieh mal an, der Reiseführer persönlich. Hättest nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen, ne? Na, gedacht? Gerochen hab ich's förmlich. Stinktiere duften ja gewöhnlich 10 Meilen gegen den Wind, wenn ich mich nicht irre. Nimm's dein Maul ganz schön voll, Kleiner. Wirst dich noch umgucken. Oh, muss mich gar nicht umgucken, weiß ganz genau, dass meine 2 Freunde direkt hinter mir sind. Das Kriegsbeil ist ausgegraben. Ah, nicht schon wieder. Die heutigen Hunde von Apachen sind unsere Todfeinde. Seht dieses Apachenmesser, tötete Bao, den jungen Krieger. Er liegt nun feige ermordet im Tal unserer Ahnen. Aber bald werden hier Hunderte von Apachen liegen, niedergestreckt von unseren Waffen. Winnetou hat uns gedemütigt. Er hat den Tod verdient. Seine Martern werden fürchterlich sein, denn wir werden ihn uns holen. Du brauchst mich nicht zu holen. Ich komme von selbst. Winnetou, du räudiger Kojote, du wagst dich hierher? Du zwingst mich dazu, Tangua. Ich werde dich gleich in die Knie zwingen und zertreten wie einen Wurm. Kaiowa, ergreift ihn. Halt! Ich bin hier, um zu holen, was nicht dir gehört. Was gehört angeblich nicht mir? Das Bleichgesicht Sam Hawkins. Hau! Und was noch? Der Beutel in der Hand deines falschen Freundes. Das geht mich Santos Beutel an. Er nahm ihn Chochi ab, nachdem er mit seinen Banditen sie und meinen Vater erschoss. Du findest gelbes Metall und Chochis Perlenkette darin. Lüge, das sagst du nur, um dein Leben zu retten. Winnetou lügt nicht. Kaiowa, tötet ihn! Tangua! Ich schlage vor, wir einigen uns auf einen Tausch. Sam Hawkins gegen deinen Sohn. Au! Peter! Wollt ihr auch ihn auf euer Gewissen nehmen? So wie Bao, der durch ein Apachenmesser ermordet wurde? Ich weiß nichts von Baos Tod. Die Kröte lügt abermals, da ist es. Erkennst du es? Ja, es gehört Yatuka. Er wollte in St. Louis Felle tauschen. Er ist schon seit Wochen überfällig. Tangua, deine Seele ist verblendet. Sei klug. Lass uns Blutvergießen vermeiden. Schau in den Beutel. Glaub dieser Ratte kein Wort. Er will uns nur auseinanderbringen. Tangua, denk an deinen Sohn. Jetzt bleiben mal alle schön entspannt. Ihr lasst mich jetzt verschwinden. Und sonst befördere ich Pida ins Jenseits, so wie ich es mit Bao getan habe. Heiliger Kojote! Still bleiben! Das Messer, das ich eurem Apachen in St. Louis abnahm, gab mir dazu die beste Gelegenheit, euch rotem Gesindel den Morden die Schuhe zu schieben. Na, was sagst du dazu, roter Halunke? Der widerwärtigste aller Verbrecher kann der gerechten Hand Manitus nicht entgehen. Du hast dein Leben verwirkt und wirst sterben, weißer Mann. Er ist weg! Ja, das stimmt. Doch keine Sorge, mein Bruder. Diese sprechende Leder wird ihm seiner gerechten Strafe zuführen. Ich kann euch bei der Verfolgung nicht helfen. Schon gut, Häuptling! Wir kommen wieder, sobald Santa in unserer Hand ist. Tötet ihn nun auch im Namen Tanguas. Hey, ihr 2 Grünschnäbel, was ist mit mir? Könnt mich doch hier nicht alleine lassen. Ohne mich, da findet ihr diesen Santa doch nie, wenn ich mich nicht irre. Na gut, dann kümmere ich mich mal um die Pferde. Entlang für die Spur scharf. Er kann auch nicht weit sein. Ja. Winnetou und Shatterhand! Ihr armseligen Gerechtigkeitsapostel! Ich, Frederick Santa, habe jetzt Gold im Überfluss! Damit liegt mir die ganze Welt zu Füßen! Charlie,
Winnetou weiß, was jetzt geschieht. Verdammt! Verdammt! Was ist das? Was ist das? Nein! Feuer! Hilfe! Feuer! Hilfe! Ah! Hilfe! Der große Geist hat Center gerichtet. Seine Gier nach Gold hat ihn das Leben gekostet. Tanguas Herz war blind, als er Freundschaft mit Center schloss. Können ihm Winnetou und Old Shatterhand verzeihen? Wird Frieden sein zwischen Apachen und Kiowa? Wir werden die Pfeife des Friedens in deinem Tipi rauchen, Tangua. Hey, ihr zwei Helden, ich habe euch die Pferde mitgebracht. Sind ein bisschen temperamentvoll heute, habe ich das Gefühl. Ha? Hier, eins für Shatterhand. Sam. So. Danke, Sam. Und eins für dich. So. Und du, alte Mary, bleib schön stehen, ha? Damit der gute alte Sam in Ruhe aufsteigen kann. Ja? Ja, das Glück der Pferde, nein, das Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde. So heißt der Spruch, glaube ich. Oh, Mary, was ist mit dir los? Du bist so ruhig heute. Tja, und ihr, kleinen und großen Greenhörner, dann... Vielleicht bis zum nächsten Abenteuer. Auf Wiedersehen. Für uns heißt es jetzt Abschied nehmen, Winnetou. Ich werde nach St. Louis reiten, um dem Gouverneur Bericht zu erstatten über die Vorfälle. Außerdem hatte ich einem kleinen Mädchen und einem Jungen versprochen, sie zu besuchen. Das Leben hat mir die drei Menschen genommen, die mir am nächsten standen. Fortan wirst du deren Platz in Winnetous Herz einnehmen. Wenn die Sonne das 30. Mal den Tag beginnen lässt, erwarte ich dich in unserem Pueblo. Winnetou. Mein Bruder. Charlie. Mein Bruder. Die Menschheit sehnt sich nach Frieden. Wir alle leben auf unserer Erde nur für einen Wimpernschlag der Geschichte. Geboren, um Frieden zu geben, gelebt, geliebt, gelacht. Dein Herz stand für Ehre und für unbeugsame Mut auf dieser Welt. Stets bleib.